Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Marian Schauten von Flowers bei Schauten. Und weil euch das Video so super gefallen hat, das letzte, das ihr hier oben sehen könnt, das haben wir heute auch schön dekoriert, dachte ich, nehme ich euch wieder mit auf dem Lager. Nicht die geilste Kulisse, aber ich bereite gerade eine Hochzeitsdeko vor und ich dachte, es ist vielleicht ganz interessant, um zu sehen, was wir so machen. Also, kommt mit! Hier hat eine Kollegin von mir heute schon einiges vorbereitet. Das sollte alles in Lachsfarben sein. Lachsweiß mit ein bisschen grün, ein bisschen sprunghaft. Dann haben wir hier noch richtig geil eine richtig schöne Girlande. Das wird das Brautpaar an der Rückwand hängen. Das sieht immer ganz, ganz toll aus. Also die Leute, ja, die lassen sich richtig was einfallen. Hier hat eine andere Kollegin schon gestartet, Kränze vorzubereiten für morgen, für eine schöne Hochzeit. So ein klassischer Maikranz, da kommt ein dickes Windlicht rein. Bisschen sprunghaft mit dem Frauenmantel, damit es nicht so ganz steif ist. Und jetzt kommen wir zur Hochzeit Nummer 3. Die möchte ganz gerne ein sportliches Grün, Weiß und Rot, also nicht klassisch mit der roten Rose, sondern wir werden das mit Nelken machen, mit Pfingstrosen und ein bisschen Hypericum. Und ja, das ist so die Blumenauswahl, die ich dafür bestellt habe. Eigentlich ganz schön. Und ich werde jetzt erstmal die Blumen soweit vorbereiten und dann sehen wir uns gleich, wenn ich die Tischdeko mache. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. So arbeite ich sonst nicht, aber um es heute mal einmal zu zeigen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Tischdeko für einen runden Tisch. Ich habe eine Holzplatte hier mit einem Windlicht. Ich finde es blöd, um dass alles auf der Holzplatte ist. Das ist irgendwie so, naja, draufgequetscht. Deswegen habe ich hier noch eine kleine Holzplatte. Hier werden noch kleine Gläser und Teelichter platziert, dass einfach ein bisschen mehr Bewegung und Schwung da ist. Und ja, die werde ich jetzt soweit vorbereiten. Ich lasse sie jetzt auch einmal mal so stehen. Dann seht ihr, wie das so passiert. Hier habe ich jetzt wunderschöne Eustoma. Die bieten sich auch gut für so kleine Bläschen an, weil die hier auch noch so kleine Knospen haben. Und dann, ja, mache ich das, wo ich lustig zu bin. Stecke einfach fülle einfach ein paar Vasen mit Blumen. Und das Schöne ist, dass es halt wirklich luftig leicht sein soll. Das muss nicht so mega perfekt wie früher die Tischgestecke, sondern darf alles so ein bisschen mehr Bewegung sein, ein bisschen spritziger. Pfingstrosen dürfen natürlich nicht fehlen im wunderschönen Monat Mai. Für alle Bräute oder für alle, die gerne mal heiraten möchten und Pfingstrosen haben möchten, sollten darauf achten, dass sie auch wirklich im Mai oder Anfang Juni heiraten. Dann bekommt man die Sachen auch noch. So, da reicht mir auch eine. Ja, es sollen nur einige rote Akzente da sein, deswegen starte ich da einfach mit, damit es jetzt nicht übertrieben rot ist, sondern wirklich nur hier und da ein bisschen. Und verteile so ein bisschen die rote Akzente in den Bäschen. Da werde ich auch schneeweiß machen und die fülle ich jetzt erstmal. Ich habe jetzt alles eigentlich soweit fertig. Ich habe wirklich nur so ganz minimale Rotakzente da, viel Grün, viel Weiß. Die Menükarten sind darauf angepasst, die Geschenke sind darauf angepasst. Deswegen passt das ganz gut und es ist wirklich sommerlich frisch. Ja, das ist natürlich auch etwas, was man auch für zu Hause machen kann. Ich finde zum Beispiel Rot-Weiß auch ganz toll, wenn man vielleicht was mit Erdbeeren hat, Erdbeerkuchen, ein Sommerfest. Man könnte eventuell noch Kamille dazu nehmen. Für die langen Tische werde ich das Gleiche machen, nur dass ich es halt auf einer langen Platte stelle. Und dann wird das halt auch auf einem langen Tisch verteilt. Jetzt werde ich alles soweit vorbereiten für einen Brautstrauß. Ja, sowas könnt ihr wahrscheinlich nicht nachmachen, aber vielleicht ist es ganz interessant, wie sowas entsteht. Ja, jetzt einmal noch zu diesen Blumen. Wie komme ich zu der Blumenwahl? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel Fontänengras genutzt, um es ein bisschen spritziger zu machen. Frauenmantel, was halt auch im Garten ist.
Hypericum, um das Rot zu wiederholen. Und wie gesagt, Pfingstrosen dürfen nicht fehlen, auch sehr angenehm für den Duft. Dieses Wäschen habe ich ein bisschen Hortensie abgeschnitten. Die ersten, die Wicken sind da. Hier habe ich Schneeball, Frauenmantel und eine rote Nelke. Und ich finde, wenn man sie so arrangiert, sieht sie auch sehr nett aus. Diese Pfingstrose ist noch nicht so weit auf. Ich hoffe, dass sie noch ein bisschen weiter aufgehen bis morgen. Habe da eine Eustoma mit eingearbeitet, Frauenmantel und Schneeball. Hier habe ich mein Wäschen einfach nur in Weiß. Alles wild gesteckt. Hier habe ich noch eine kleine Aliumkugel mit rein, eine kleine Bartnelke. Weil das muss alles gar nicht so perfekt. Und hier habe ich einfach auch noch mal ein Mix-Max. Also, soweit zu der Tischdeko. Das wird morgen in der Produktion gegeben, damit wir es dann morgen Abend aufbauen können. Aber jetzt bereite ich alles vor für den Brautstrauß. Ja, ich habe jetzt alles soweit vorbereitet, die Blumen vom Grün entfernt und von den Blättern. Und ja, die habe ich mir jetzt so aufgereiht, damit ich auch eine Übersicht habe von den Produkten oder der Ware, die ich habe. Noch ein kleiner Trick, wenn die Nelken zum Beispiel noch so geschlossen sind, wie zum Beispiel, naja, die ist jetzt nur halb geschlossen. Hier habe ich eine, die ist etwas mehr geschlossen. Und man möchte ein bisschen mehr, dass sie aus sind, was natürlich für einen Brautstrauß schöner ist, kann man das ganz vorsichtig mit dem Daumen öffnen. Und dann hat man auch wieder einen größeren Kopf und eine schönere Nelke. Kann ich dann noch wieder zulegen. Und ja, das erklärt auch, so eine Vorbereitung dauert sehr lange, 20 Minuten jetzt oder 25. Das rechtfertigt meiner Meinung nach auch absolut, warum ein Brautstrauß teurer ist wie ein normaler Blumenstrauß. Manche denken immer, das sind dann nur so ein paar Blümchen zusammengewurschtelt. Aber jeder Florist guckt, dass man auch wirklich die schönsten Produkte hat. Zum Beispiel so eine halboffene Pfingstrose muss man auch gucken, dass sie so halb offen ist, damit der perfekte Brautstrauß entsteht. Diese Braut, die ist jetzt dunkelhaarig. Ich würde jetzt sagen, etwas kleiner, zierlicher. Und deswegen sollte der Brautstrauß jetzt auch nicht zu groß sein. Das muss vom Verhältnis her passen. Nicht, dass das so ein mega Klopper ist. Sie hat jetzt auch nicht so ein ganz ausladendes Kleid. Und ihr Wunsch ist, dass da eine gewisse Luftigkeit drin ist. Und das werde ich machen mit Frauenmantel und mit Schleierkraut. Ein bisschen die Wicken rausspringen lassen und ein paar größere Sachen, um es ein bisschen edler zu machen. Ich mache einen handgebundenen Strauß. Also ich drahte das jetzt nicht oder stecke das jetzt nicht in so ein Breitling rein. Das ist auch eine Technik, die man machen kann. Aber ich finde, um eine gewisse Natürlichkeit reinzubringen, dass man so am besten kann. Und ja, da muss ich mich jetzt für konzentrieren. Ja, wir sind jetzt soweit fertig. Das ist sie. Sie ist jetzt nicht so eine mega cool, also ich habe schon probiert, ein bisschen Höhen und Tiefen reinzusetzen, ein bisschen gruppiert, damit das nicht so mega steif aussieht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Endresultat. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ja, wenn ja, dann könnt ihr mir einfach einen Daumen hoch hinterlassen und danke für die lieben Kommentare nochmal und ja, hoffentlich könnt ihr mich nochmal auf eine Hochzeit begleiten, wo ich es eindekoriere. Ansonsten wird es wirklich der Fall sein, dass wir uns hier und da mal auf dem Lager treffen und dann mache ich mal ein bisschen Smalltalk und ihr begleitet mich bei der Arbeit. Falls ihr interessiert seid an Brautsträußen, Ideen, auf Instagram poste ich bei Flowers, bei Schauten poste ich auch immer Brautsträuße. Leute, ich bin fertig. Ich muss noch einen Stecker machen, ich muss noch Streukörbchen machen. Dann muss ich noch eben den Trauzeugnisstrauß machen und dann muss ich ab ins Bett. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Tschüss!